Grüezi und herzlich willkommen bei Rallentando, am Online-Angebot von der reformierten Kirchengemeinde Erlenbach und Herrliberg. Ich darf Sie heute begrüßen zu der Ausgabe vom Donnerstag, 24. April. Hier bei der Kirche Erlenbach. Es geht heute um zwei Geschichten, die ganz unterschiedlich sind und gleich einen Zusammenhang haben. Diese beiden Geschichten nehmen noch ein paar mehr Geschichten mit und alle zusammen haben dann auch etwas zu tun mit dieser außerordentlichen Situation, in der wir drin sind. Den Beitrag heute gestaltet zusammen mit mir der Florian Haupt am Saxophon. Letzte Woche haben wir zu Hause Familienkino gemacht. Das ist immer eine rechte Herausforderung, einen Film zu finden, wo alle damit einverstanden sind. So war es auch das Mal, aber es ist gut herausgekommen. Wir haben nämlich den jüngsten Asterix-Film geschaut. In Memoriam von Alberto Uderzo, der am 24. März gestorben ist, mitten in der Corona-Zeit. Und eine Szene aus dem Film, die wird bei uns seitdem jeden Tag mindestens einmal nachgespielt oder erwähnt und sie geht sicher in unser Familienrepertoire von den Running Gags ein. Diese Szene die hat mich zum heutigen Rallentando angeregt. Das Geheimnis des Zaubertranks, so der Titel von dem Asterix-Film, das ist eigentlich eine Pensionierungsgeschichte. Es geht nämlich darum, dass der Miraculix, der Druid, das Alter spürt und einen Nachfolger suchen will. Das ist darum brisant, weil er dem Nachfolger dann auch das Geheimnis vom Zaubertrank anvertrauen würde, das bis jetzt nur er selber kennt. Die Gallier machen sich also auf den Weg durch Europa für ein ganz spezielles Bewerbungsverfahren. Sie besuchen alle Jungdruiden persönlich und lassen sich von jedem ein Zauberstückchen vorführen. Einer von diesen Jungdruiden, der ist einem sofort bekannt vorgekommen. Er hat einen langen braunen Bart und lange Haare und so einen duldsamen, leidenden Gesichtsausdruck. Salbungsvoll präsentiert er sein Zauberkunststückchen. Er wedelt mit einem weißen Tuch über ein Brot, das vor ihm auf dem Tisch liegt. Und mit jedem Wedeln werden es mehr Brot. Zuerst zwei, dann vier und so weiter. Das funktioniert tadellos. Allerdings sind die Zuschauer nicht sonderlich beeindruckt. Nur der nimmer satte Obelix findet, das wäre doch jetzt noch ein gäbiges Kunststückchen, wenn es auch mit Wildsäure funktionieren würde. Es wird schnell klar, warum einem diese Figur so bekannt vorkommt. Die Szene spielt auf die biblische Erzählung vom Brotwunder an. Und damit ist auch ein entscheidender Unterschied schon genannt. Was im Asterix-Film ein Kunststückchen ist, vorgeführt zum Zuschauer beeindrucken, das ist in der biblischen Vorlage ein Wunder. Ein Wunder, das auf die Wirkkraft von Jesus Christus hinweisen
und wo seine Göttlichkeit soll unterstreichen. Der Jesus ist nicht der Erste in der Bibel, der Brot vermehrt. Vor ihm macht das schon der Prophet Elisha im Alten Testament. Der Elisha speist 100 Leute mit 20 Brot. Demgegenüber ist die Dimension beim Jesus ganz eine andere. Da werden nämlich 5'000 Menschen satt von 5 Brot und 2 Fisch. Eine ungeheure Steigerung also gegenüber dem Elisha. Im Matthäus-Evangelium wird das Ereignis so erzählt. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann, ohne Frauen und Kinder. Es sind also genau genommen noch mehr Leute gewesen als 5'000, weil man die Frauen und Kinder nicht mitzählt hat. Und es war auch noch mehr Brot herum gewesen, weil es ist sogar noch vorig geblieben. 12 Körbe voll. Die Mengenangabe ist natürlich kein Zufall. 12 ist eine wichtige symbolische Zahl in der Bibel. 12 Körbe sind vorig geblieben. So steht es übereinstimmend in allen 4 Evangelien. Die sogenannte Speisung der 5'000 ist nämlich das einzige Wunder von Jesus, das in allen 4 Evangelien überliefert ist. Überfluss, vorig bleiben. Das ist eine Eigenschaft von Gott. Darum wird schon bei der Brotvermehrung von Elisha betont, dass noch Brot vorig geblieben sei, nachdem die 100 Männer satt worden sind. Und auch vom himmlischen Manna, wo bei der Wüstenwanderung für die Israeliten vom Himmel fällt, bleibt mehr am Boden liegen, als sie können essen. Nur haben sie das vorige Manna nicht behalten. Diese Anweisung hat Mose ausdrücklich bekommen von Gott. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und weiter: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Ein interessanter Aspekt in Zeiten von Hamsterkäufen trotz Nahrungssicherheit und Überfluss. Offenbar hat es die Hamster schon unter den Israeliten gegeben, wie die Fortsetzung dieser Geschichte verratet. Aber sie gehorchten Mose nicht und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Das wird kaum passieren mit den Vorräten, die in diesen Wochen bei uns angehäuft werden. Ausser man vergisst es wirklich lang im Keller oder im Vorratsräumchen. Trotzdem, das Bestreben ist das Gleiche. Anhäufen in der Angst, später vielleicht zu wenig zu haben. Das war beim Manna genauso unnötig und ungerechtfertigt wie in diesen Wochen bei uns in der Schweiz. Wir haben die Zusicherung von der Politik und vom Detailhandel, dass keine Engpässe bestehen und dass die Nachlieferung gesichert sei. Und das Volk Israel hat die Zusage von Mose, dass Gott auch am nächsten Tag Manna regnen würde. Unnötiges Hamstern in Zeiten des Überfluss scheint also eine menschliche Konstante zu sein. Und damit hat auch das biblische Brotwunder vielleicht doch mehr mit Corona zu tun, als man auf den ersten Blick gedacht hat. Auch von der entgegengesetzten Seite her, von der Seite des wirklichen Hungers. Die 5'000, die am Jesus am See Genezareth zugelassen haben, die haben nämlich wirklich Hunger gehabt.
Im übertreiten Sinn ein religiöser Hunger, aber auch ganz realer. Und um das geht es in dieser biblischen Geschichte auch. Sie soll zeigen, dass sich der Jesus nicht nur ums seelische, sondern auch ums liebliche Wohl der Menschen gekümmert hat. Eine Aufgabe übrigens, die die Kirche bis heute wahrnimmt. Auch beim Thema Corona kommt man um den Hunger nicht herum. Er, der Hunger und das Virus, die liefern sich in weiten Teilen der Welt einen Konkurrenzkampf um den ersten Platz auf der Leidensskala. Während wir uns die erzwungene Zeit zu Hause mit kreativem Kochen und Backen vertreiben. Hunger ist schlimmer als die Ansteckungsgefahr, ist ein Bericht der Hilfswerke über Guatemala überschrieben. Und auch über Afrika heisst es, Angst vor dem Hunger sei grösser als vor dem Virus. Ein indischer Taglöhner formuliert es so: Wir können uns aussuchen, woran wir sterben, Hunger oder Corona. In diesen gut zwei Wochen seit dem Anfang der indischen Ausgangssperre hat er umgerechnet 1,20 Franken verdient. Damit muss er seine Familie und seine Eltern ernähren. Das sind 6 Personen. Von der Ausgangssperre in Indien sind 1,3 Milliarden Menschen betroffen und sie ist bis am 3. Mai verlängert worden. Wie wunderbar wäre es, wenn sich nicht die Viren würden exponentiell vermehren, sondern das Brot. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Brot kaufen oder es unser Vater betet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Amen. Uh-huh.